Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Daily Challenge von Rayman Legends. Es geht wie gestern auch schon in den Abgrund, nee, endlose Abgrund. Genau. Und wir müssen 1192 Meter schaffen, was eigentlich nicht schwierig ist, denn die Goldgrenze ist heute wieder dieses eine Teil mit dem Hin- und Herschwingen. Und ja, das ist so normal. Und davor ist es eigentlich recht einfach. Das heißt, wir bekommen heute recht wenige Herausforderungen, wo wir sagen müssen, huh, das ist jetzt irgendwie schwierig. Sondern es ist wirklich alles sehr, sehr einfach gehalten. Für mich sind es heute ein bisschen zu viel, diese Seile, an denen man entlang rutscht. Also ich habe mich echt gewundert. Ich glaube, es sind 10 oder so Seile, an denen man entlang springt oder noch mehr. Also ganz, ganz arg komisch. Wir haben schon die ersten 300 Meter hinter uns. Es geht weiter. Es kommt wieder ein Abschnitt hier. Einmal entlang fliegen. Hier wieder der schöne Bumper. Alles noch sehr, sehr, sehr einfach gehalten. Keine großen Herausforderungen. Hier wieder ein Seil, an dem wir entlang schwingen. Ja. Ich hätte es eigentlich echt noch ein bisschen mitzählen sollen. Ja. Vielleicht mache ich das gleich noch, baue ich das gleich noch in der Post-Production ein, dass ich so einen kleinen Counter oder so mit einbaue. Ah, schauen wir mal. Gut, hier auch wieder Bumperspiel, kennen wir alles, das kommt ja oft genug vor. Und wieder ein Seil. Und komm, gleich nochmal ein Seil, noch ein Seil. Und wir bekommen hier noch einmal Schwingen. So, hier weiter runter. Hier schon das nächste Seil, noch ein Seil. Ja, einmal der Zusammenstampfer. Das kennen wir auch, kommt eigentlich jeden Tag vor, wenn man im Abgrund ohne oder endlose Abgrund ist. Hier auch wieder diese Stampfer, kennen wir alle schon. Sind alles keine Elemente, wo irgendwie neu sind oder wo recht ungewöhnlich sind. Sondern, ja, wir haben die 800 Meter schon hinter uns. Und, ja, noch eine Pause, dann müssten wir eigentlich direkt an der Grenze sein. Hier auch wieder ganz vorsichtig. Grundregeln für alle Anfänger ist beim endlosen Abgrund, ja, ignoriert am besten die Looms, die verleiten euch meistens immer dazu, dass ihr unnötige Risiken eingeht. Das heißt, ihr habt alle Zeit der Welt, wenn ihr hier auch kurz auf Toilette müsst, einfach am Ring hängen bleiben, es passiert nichts, es kommt keine Feuerwand, sondern, ja, wir haben alle Zeit der Welt. Und ihr seht es auch heute an der Länge vom Video, es dauert echt lang beim endlosen Abgrund. Weil man sich halt alle Zeit auch lässt. Gut, hier die Pause. Und jetzt kommt der letzte Abschnitt, bevor wir zur Goldgrenze kommen. Hier nochmal einmal so ein Seitenklatscher. Hier achten wir ausnahmsweise mal auf die Looms, weil die sagen uns, wo wir durchkommen. Entschuldigung. Und ja. Das hier ist jetzt die Goldgrenze. Das typische. Wir springen einfach durch und der letzte Sprung so lang wie möglich halten, damit wir nicht gegen die Seiten stürzen. So, hier probieren wir auch wieder durchkommen, nicht an der falschen Stelle durch. Es ist wirklich nur ein minimaler Moment, wo wir hier eigentlich verlieren können. So, hier drüber, die nächste Pause. Das kennen wir auch, das kommt meistens immer so bei 1200 Meter. Hier orientieren wir uns wieder an dem Ganzen. So, alles ganz locker, alles ganz einfach. Das nächste Rad, jetzt geht's durch. Hier, ganz vorsichtig, ich lasse mir alle Zeit der Welt. So, wieder der Schwinger, das heißt einmal drüber, zweimal drüber. Letzter Moment abspringen und dann klappt es auch. 1400 Meter haben wir. Das sollte eigentlich reichen für heute für Gold. Hier das nächste, es ist immer die gleiche Kombination und das ist natürlich wieder diese Ekligkeit. So, hier wieder mit Sprung. So, sehr schön, ganz vorsichtig hier die Kurve ganz eng nehmen, da wir es sonst nicht schaffen. Hier wieder drauf, einmal durch. So, wenn wir die Augen sehen, wissen wir immer hinten in den Schweif, nicht vorne am Auge. Dann muss ich leider hier mich so irgendwie durch. Und hier haben wir schon die nächsten Seile. Und ja, da schaffe ich es leider nicht schnell genug, den Button zu drücken. Ich danke euch aber vielmals fürs Zuschauen. Ich schau mal, ich hätte echt Lust, hier so einen kleinen Counter einzubauen, wie viele Seile das jetzt waren, weil es hat mich echt genervt zwischendurch. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen und wir sehen uns dann morgen zu einer neuen Runde hier bei Rayman Legends. Ja,
Bis dann, bis morgen und gebt ein Like. Ciao.